Es ist Mitte Mai und im Balkongarten können jetzt auch endlich alle wärmeliebenden Gemüsepflanzen in die Töpfe draußen einziehen. In diesem Video zeige ich euch, welche Gemüse ich für den Sommer anbaue und wie ich sie auspflanze. Alle Kürbisgewächse gehören zu den Starkzehrern und brauchen über die gesamte Kulturdauer viele Nährstoffe und ausreichend Platz. Als Topf verwende ich sehr gerne Pflanzsäcke mit einem Volumen von 27 Liter. Wenn der Topf sehr klein ist, trocknet die Erde bei hohen Temperaturen nämlich viel zu schnell aus und man kommt mit dem Gießen gar nicht mehr hinterher. Und als Erde nehme ich torffreie Bio-Gemüseerde und arbeite immer eine Handvoll Hornspäne für eine gute Versorgung mit Stickstoff in die Erde ein. Aber der Stickstoff alleine reicht nicht aus. Die Pflanzen brauchen auch Phosphor und Kalium. Deshalb gebe ich beim Einpflanzen auch immer noch zusätzlich organischen Langzeitdünger, also der auch Phosphor und Kalium enthält, ins Pflanzloch und arbeite den dann etwas in die Erde ein. Als erstes pflanze ich eine Gurke. Die ist zwar noch etwas klein und hätte ganz klar noch ein paar Tage im Anzuchttopf bleiben können, aber sie ist schon etwas geschossen und da schadet es nicht, sie etwas tiefer zu setzen, damit sie Halt bekommt. Es ist übrigens eine Snackgurke und zwar die Sorte Pony. Die probiere ich dieses Jahr zum ersten Mal und da bin ich schon sehr gespannt, wie sie sich machen wird. Als nächstes pflanze ich die Wassermelone Sugar Baby aus. Die hatte ich im letzten Jahr schon angebaut, aber durch den kalten und regnerischen Sommer ist nur eine Frucht dabei rumgekommen. Also das muss schon noch besser gehen. Ich probiere es dieses Jahr jetzt einfach nochmal und hoffe auf einen etwas besseren Ertrag. Mal sehen. Die Zucchini, das ist die Sorte Zuboda und die muss ich den Platz jetzt erstmal mit den Puffbohnen teilen. Normalerweise hätte ich sie in einen eigenen Sack gepflanzt, aber ich habe gerade keinen mehr übrig. Mal sehen, ob das funktioniert. Habe ich so jetzt noch nicht ausprobiert, aber Versuch macht ja bekanntlich klug. Die Puffbohnen sollten ja nicht mehr so lange brauchen, dann hat die Zucchini den Topf für sich alleine und ich werde sie auch wie im letzten Jahr wieder vertikal anbauen. Übrig ist jetzt noch der Kürbis und zwar die Sorte Jack B. Little. Den versuche ich auch ganz neu dieses Jahr. Den lasse ich aber noch etwas im Anzuchttopf und der kommt dann in einigen Tagen in dieses Balkonhochbeet, wenn dort der Spinat abgeerntet ist. Jetzt im Mai ist auch ein guter Zeitpunkt, um Buschbohnen zu stecken. Ich stecke sie am Rand entlang vom Balkonhochbeet. Dann können die Buschbohnen später etwas über den Rand hängen und brauchen nur relativ wenig Platz. Falls ihr Bohnen mögt und noch nie welche angebaut habt, probiert es unbedingt mal aus. Buschbohnen sind wirklich ganz einfach anzubauen, wachsen super schnell und schon wenige Pflanzen bringen einen schönen Ertrag. Zum Thema Buschbohnen auf dem Balkon anbauen habe ich auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Einige von euch haben bestimmt schon mitbekommen, dass ich ja selbst keine Tomaten esse und ihr deshalb auch noch nie welche bei mir gesehen habt. Dieses Jahr werde ich aber für eine Freundin Tomaten anbauen. Und zwar eine Cherry-Tomate und eine kleine Buschtomate. Die Cherry-Tomate kommt in einen Pflanzsack und die Buschtomate wird ins Vertikalbeet einziehen. Das seht ihr dann gleich noch. Wie bei den Kürbisgewächsen
nämlich für die Tomaten auch torffreie Bio-Gemüseerde und arbeite beim Einpflanzen organischen Langzeitdünger ein. Wenn man Tomaten einpflanzt, ist es sinnvoll, die unteren Blätter abzumachen und die Pflanze tiefer einzupflanzen. So können sich nämlich auch am Stiel noch weitere Wurzeln ausbilden. Nach dem Einpflanzen bekommt die Tomate jetzt noch einen Tomatenturm als Stütze. Hier ins Vertikalbeet pflanze ich eine kleine Buschtomate. Die wird nicht sehr groß, wächst eher so kompakt und buschig und muss auch nicht ausgegeizt werden. Und weil Tomate und Basilikum sehr gut zusammenpassen, habe ich natürlich auch gleich noch etwas Basilikum neben die Tomaten gepflanzt. Was auf meinem Balkon auf gar keinen Fall fehlen darf, sind zwei Paprika. Die eine Pflanze, die wird orange Früchte ausbilden, da weiß ich die Sorte leider nicht. Und die andere ist die Sorte California Wonder und die bekommt rote Früchte. Und beides sind Blockpaprika. In den letzten Jahren habe ich meine Paprika immer in Pflanzsäcken angebaut. Und das hat auch richtig gut funktioniert und das kann ich auch empfehlen. Dieses Jahr will ich allerdings mal einen anderen Standort ausprobieren und pflanze sie deshalb ins Balkon-Hochbeet. In das Hochbeet habe ich im März schon Bokashi eingearbeitet, so dass die Erde erstmal genügend Nährstoffe haben sollte. Ich schaue mir jetzt mal an, wie lange sie reichen und dünge bei Bedarf dann mit einem Flüssigdünger nach. Paprika könnt ihr beim Einpflanzen auch immer etwas tiefer setzen. Und ich würde euch einen Bambusstab als Stütze empfehlen, damit die Pflanze bei Wind nicht so leicht umknickt und stabil steht, wenn sie die schweren Früchte tragen muss. Die zwei letzten Kulturen, die in die endgültigen Töpfe eingezogen sind, sind eine Pepino und eine Physalis. Die Pepino oder auch Birnenmelone genannt, hatte ich letztes Jahr schon mal probiert. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch dran. Aber leider sind die Früchte nicht mehr reif geworden, weil es einfach viel zu lange sehr nass und kalt war. Mal sehen, vielleicht klappt es ja in diesem Jahr mit einer Ernte.